So, wir sind schon wieder in der Mitte der Woche angelangt und wir machen weiter mit Offenbarung Kapitel 2. Und du denkst vielleicht, es muss doch jetzt irgendwo noch ein Aber kommen. Klingt doch alles viel zu gut. Da ist jemand, der alles in der Hand hat, da ist jemand, der immer da ist, der alles weiß im positiven Sinne und der unsere Werke kennt und unser Bemühen und unsere Geduld. Ja, es kommt so ein Aber. Jesus sagt, ich habe etwas an dir auszusetzen. Ich habe etwas wider dich. Aber auch dieses kommt aus einem sehr besorgten Herzen. Nicht so, ich habe das Haar in der Suppe gefunden. Ich sehe viel Gutes, aber da war noch irgendetwas oder da ist noch viel Luft nach oben. Nein, hier geht es um das Entscheidende. Und meistens wird das so ausgelegt, und so habe ich das auch lange verstanden, du hast die erste Liebe verlassen und kehre um. Und das wird meistens so ausgelegt, dass es um unsere erste Liebe geht. Weißt du, wenn man verliebt ist, und ich glaube, jeder hat das mal irgendwie erlebt, in einen Menschen, in ein Haustier oder in irgendeinen Gegenstand, so dieses Verliebtsein, was einen motiviert und Leidenschaft hervorbringt. Das ist so die erste Liebe. Und dann wird das oft so ausgelegt, da müssen wir wieder hin zurückkommen. Wir sind halt kalt geworden, wir brennen nicht mehr, wir kokeln nur noch. Und wir müssen zurück zur ersten Liebe, suche wieder die ersten, ja, diese Leidenschaft wieder auf. Ich glaube, es geht gar nicht so um unsere erste Liebe, sondern es geht um ihn. Er ist die erste Liebe. In 1. Johannes 4, Vers 10 heißt es einmal, ich habe euch zuerst geliebt. Nicht wir haben ihn, sondern er hat uns zuerst geliebt. Er ist die erste Liebe in Person. Und es gibt in 1. Korinther, wo ist es, 13, dieses Hohelied der Liebe. Und dieses ist nicht ein Lobpreis auf die Liebe schlechthin, sondern eigentlich eine Beschreibung von Jesu Wesen. Die Liebe ist langmütig und geduldig und freundlich und sie eifert nicht und sie trägt nichts nach und so weiter. Das ist alles eine Beschreibung von ihm. Er ist Agape in Person. Gott ist Liebe, Jesus ist Liebe, der Heilige Geist ist Liebe. So, und wenn wir diese erste Liebe verlassen, das heißt, wenn wir unseren Fokus verschieben, vielleicht auf fromme Werke, vielleicht auf das, was wir alles so machen, vielleicht aber auch einfach auf uns und dass wir uns ablenken lassen, sondern verlassen wir diese erste Liebe. Und Jesus sagt, hey, tu das nicht, weil das hat Folgen, das hat Konsequenzen. Wir spiegeln dann nicht mehr diese Liebe wider, sondern dann spiegeln wir uns wider. Und dann wird es oft wirklich hart in unseren Herzen. Deshalb so dieses, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Nimm es nicht als ein Druckmittel und als ein Wehe. Aber Jesus möchte es schon deutlich machen. Er sagt, es wird Konsequenzen haben, wenn du nicht dabei bleibst. Hey, kehr um zu mir. Kehr um zu mir zurück. Weil wenn Jesus aus dem Fokus rauskommt, wenn also die erste Liebe aus unserem Fokus rauskommt, dann kommen andere Dinge in den Mittelpunkt. Und dann beugen wir irgendwann unsere Knie vor anderen Dingen. Und Jesus sagt, ich möchte, dass meine Gemeinde, ich möchte, dass meine Kinder, ich möchte, dass meine Leiterschaft, ich möchte, dass jeder einzelne meiner Schafe beim Hirten bleibt. Und deshalb ist es so aus von seinem Herzen her. Es ist nicht einfach nur mit dem Zeigefinger drohen, ich habe da was gegen dich, sondern es ist die Einladung, hey, komm zurück zur ersten Liebe. Die bleibt. Jesus kann seine Liebe zu dir nicht abstellen. Er kann nicht sagen, no, jetzt ist bei mir auch ein bisschen erkaltet und ich bin auch ein bisschen gleichgültig geworden. Er bleibt ein leidenschaftlicher, eifersüchtiger, liebender Gott. Und diese erste Liebe, dazu lädt er immer wieder ein. Und es sind viele, viele Schritte von ihm weg. Aber es ist immer nur ein Schritt zurück und zu sagen, Jesus, es geht um dich. Und es geht nur um dich. Und das möchte ich nochmal sagen, es geht wirklich nur um dich. Und dann bist du wieder bei deiner ersten Liebe. Okay? Soweit ein kleiner Impuls in der Mitte der Woche. Wir sehen uns am Freitag.
Gott segne dich.